willkommen beim Podcast des Oberstufenzentrum 1 Barnim. Heute reden wir über einen weiteren Schwerpunkt Gestaltung und Medientechnik mit unserem Lehrer Herr Meier-Schindler. Hallo. Hallo. Wollen Sie sich kurz vorstellen? Mein Name ist Dennis Meier-Schindler. Ich bin von Hause aus Designer und unterrichte Gestaltung und Medientechnik und das Fach Kunst. Wie bereiten Sie die Schüler in Ihrem Unterricht für das berufliche Leben vor? Ich versuche schon, einen wesentlichen Praxisbezug herzustellen, das heißt auch wirklich Inhalte zu vermitteln und auch so zu vermitteln, dass es am Ende auch, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es Sinn macht, aber dass schon ein deutlicher Praxisbezug zu spüren ist. Mit dem nötigen Praxisbezug, den wir hier in der Schule lernen, welche Zukunftsalternativen könnte man haben? Also als Gestalter ist man ja relativ flexibel einsetzbar. Bin ich vielleicht eher der Illustrationsbegabte? Mag ich vielleicht eher das Fotografische? Bin ich eher markenaffin oder gehe in so eine Marketingrichtung? Das sind alles solche Aspekte, die, wie gesagt, in diesen 3 Jahren abgeklopft werden. Am Ende können sich die Schüler ja dann entscheiden. Auf die Frage, welche Alternativen es gibt, es gibt ja im Gestaltungsbereich verschiedene Einsatzmöglichkeiten, also von der Mode über die Fotografie. Die Felder sind relativ breit aufgestellt, was für uns natürlich ein großer Vorteil ist, aber gleichzeitig natürlich auch für manche vielleicht sehr überfrachtend sein kann. Wenn man sich für eine Alternative entschieden hat oder nicht, dann ist ja noch die Frage, wie das Potenzial für Designer in der Zukunft aussieht. Potenzial ist natürlich überall da. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es Berufe gibt, an die denken wir heute noch gar nicht. Ganz viele Berufe, die entwickeln sich ja auch mittlerweile, gerade auch im digitalen Raum, werden umgeformt. Manche Berufe verlieren sich. Von daher denke ich, dass gerade Gestalter dort relativ viele Punkte für Gestalter gibt. Gerade auch noch welche, an die wir noch gar nicht denken können. Danke für das Gespräch. Das war unser Podcast, das Oberstufenzentrum 1 Barnim. Wunderbar.